Management bei Seemöwe. Es kommt auch in Möbelhäusern vor. Das ist Führungsverhalten, das noch nie funktioniert hat, aber was trotzdem immer wieder praktiziert wird. Es gibt viele Management-by-Konzepte. Das im Möbelhandel am meisten praktizierte Management-by-Konzept ist Management by Walking Around. Übersetzt heißt das Management durch Rumlaufen. Dabei läuft die Führungskraft oder der Inhaber ohne konkreten Plan und ohne Ziel über die Verkaufsfläche und fragt nach dem Zufallsprinzip Mitarbeiter, wie es denn so läuft. Nachdem er sich 5-mal hintereinander angehört hat, dass nichts los ist, die Werbung nicht zieht, die Leute kein Geld haben, geht er frustriert wieder in sein Büro zurück. Soweit so ineffektiv. Aber Management by Walking Around macht wenigstens nicht kaputt, außer natürlich der Stimmung des Managers. Management by Seemöwe ist da schon problematischer. Ach, das kennen Sie gar nicht. Management by Seemöwe ist ganz einfach. Einfliegen, rumkreischen und allen auf den Kopf scheißen und dann wieder ausfliegen. Das ist Management by Seemöwe. Vor allem in Filialorganisationen treffen wir dieses Vorgehen oft an. Ein stark unter Zeitdruck stehender Vertriebsleiter oder Inhaber taucht in der Filiale auf, findet die obligatorischen 3 bis 5 Haare in der Suppe, die er danach ungeschminkt anspricht. Danach fährt er schnell wieder weiter, ohne besprochen zu haben, wie sich der Prozess denn konkret verändern müsste, um diese Probleme ein und für alle Male zu vermeiden. Vielen Führungskräften gefällt das auch so. Man wird schließlich nie arbeitslos, oder? Die Sachen, über die die Führungskraft meckert, nämlich passiv stehende oder sitzende Verkäufer, unaufgeräumte Kojen, die sind beim nächsten Mal wieder da und beim übernächsten Mal auch. Und wie in dem schönen Film Täglich grüßt das Murmeltier, darf die planlose Führungskraft so immer wieder den gleichen Tag durchleben. Was ist die Alternative? Die Qualität einer Führungskraft zeigt sich am Verhalten der Mitarbeiter, wenn sie gerade nicht da ist. Aber das kann man nicht beobachten, oder? Daher muss so viel Vertrauen herrschen, dass Probleme, die auf der Fläche entstehen und Fehler, die gemacht werden, offen mit der Führungskraft besprochen werden. Klingt revolutionär, oder? Jeder Mitarbeiter muss wissen, dass es dem Vorgesetzten nicht darum geht, ihn vorzuführen, sondern einzig und alleine darum, die Prozesse und damit die Leistung zu verbessern. Mein Merkspruch dazu ist, sei hart in der Sache, aber weich zur Person. Um nach Jahren von Management bei Seemöwe wieder Vertrauen zu schaffen, ist es notwendig, als Führungskraft erstmal massiv auf das Beziehungskonto einzuzahlen. Verteilen Sie daher erstmal mindestens 3 Wochen lang hintereinander konkrete Anerkennung. Was das ist, im Gegensatz zu Lobhudelei oder Schleimerei, sagt man mit Anerkennung, welche konkrete Eigenschaft man an seinem Gesprächspartner schätzt und an welchem Verhalten oder an welcher Situation man das beobachtet hat. Zum Beispiel, Herr Filialleiter, ich bewundere, wie Sie hinter Ihren Mitarbeitern stehen. Das ist die Eigenschaft. Sie haben mich letzten Freitag, das ist die Beobachtung, Sie haben sich persönlich bei mir dafür eingesetzt, dass Herr XY am Samstag frei bekommt. Das passte mir zwar nicht in den Kram, aber ich bewundere Ihr Engagement für die Belange Ihrer Leute. Das ist eine echte Anerkennung. Eine Inhaberin, die wir gecoacht haben, sagte uns nach unseren Telefonaten oder nach der Telefonkonferenz oft, so, jetzt muss ich raus auf die Fläche, um die Leute bei was Gutem zu erwischen. Das ist die richtige Einstellung. Das Recht, Verhalten zu korrigieren, müssen wir uns erstmal dadurch verdienen, dass wir das positive Verhalten der Mitarbeiter bemerken. Genau das trainieren wir in unseren Programmen, der Club der Durchsetzer und das Durchsetzungsprogramm mit den Führungskräften. Informieren Sie sich oder machen Sie einen Termin mit mir.